Was hat er noch so auf diesem hier? Guido Reil, Deutschland braucht die AfD und die AfD braucht alle. Guido Reil, EU-Parlament nicht systemrelevant. Guido Reil, der Euro hat fertig. Moment. Moment. Sind die wieder bei der AfD im Jahr 2013 angekommen und wollen die Reichsmark wieder einführen, deutsche Mark wieder einführen, oder was ist das? Was ist denn jetzt mit den Bergmännern los? Sind das hier 5 Minuten, warum Deutschland die AfD braucht, können wir uns von Guido Reil wahrscheinlich geben. Liebe Freunde, ich melde mich aus meiner Heimat, aus Altenessen, und Hat er noch ein anderes T-Shirt außer das von Camp David? Oder ist das hat er da mehrere von gekauft? Liebe Freunde, ich melde mich aus meiner Heimat, aus Altenessen, und ihr seht, auch im Ruhrgebiet kann es grün sein. Richtig. Im Hintergrund ist eine schöne alte Eisenbahnbrücke zu sehen. Wunderschön. Ja, und diese Brücke soll heute... Guido Reil präsentiert die 100 schönsten Eisenbahnbrücken in der Bundesrepublik Deutschland. Mal ein Symbol sein. Also ich möchte heute reden über den Zustand der Partei. Und ihr könnt euch vorstellen... Im Ruhrgebiet, richtig. Ist so ein Ding, was ab 0 Uhr bei Arte läuft, bis 6 Uhr morgen. Guido Reil führt in einer Erlebnisreise durch die 100 schönsten Eisenbahnbrücken im Ruhrgebiet. Der 17. Monat wird der wichtigste. Bruder, du hast sowas von recht, Herr Sperger. Vielen herzlichen Dank. Das fällt mir sehr schwer. Fällt mir wirklich sehr schwer. Am letzten Freitag war ich sehr entsetzt. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich bei schwierigen Entscheidungen, auch bei Entscheidungen, die mich emotional sehr betroffen machen, meine Mutti-Frage, erstmal 3 Tage nichts sag. Richtig. Ich würde dir einen Ratschlag geben. Das gilt übrigens an alle AfD-Abgeordneten und Parteimitglieder. Immer wenn ein AfD-Parteimitglied das Bedürfnis hat, etwas zu sagen, wie wäre es denn, wenn ihr einfach die Klappe haltet? Und zwar nicht nur für 3 Tage, sondern halt für immer. Also einfach ist einfach überhaupt nicht mehr zu sagen. Oder 3 Jahre. Alternativ einfach mal aus den 3 Tagen 3 Jahre machen. Das könnte man auch machen. Das wäre super. Erstmal 3 Tage mir Gedanken mach. Mal ein bisschen goggeln. Bisschen goggeln und dann überleg, auch. Was ich sage. Richtig. Das hat man auch gemerkt. Ich finde, wenn man eins bei Guido Reil feststellen kann und auch festhalten kann, ist, dass er sich sehr gewählt ausdrückt. Er ist sehr bedacht darauf, dass seine Worte gewählt sind. Er ist immer rhetorisch sehr sauber, ein sehr eloquenter Ruhrpottler. Und man merkt, dass da 72 Stunden Denkarbeit in die Sätze investiert worden sind. Das merkt man. Ja, die 3 Tage sind jetzt rum. Oh Gott, scheiße. Und jetzt soll ich langsam was sagen. Scheiße, Alter. Also... Ach, ist nett, Bruder. Unsere Partei befindet sich in einer sehr schwierigen und in einer sehr gefährlichen Situation, glaube ich. Ich vergleiche die AfD immer gerne mit so einer Brücke. Die AfD hat... Wir gehen jetzt voll in die Metaphern rein, Bruder. Jetzt gehen wir hier richtig in die Metaphorik, meine Damen und Herren. Jetzt spricht für Sie unser Gastredner Guido Reil über das Thema Metaphorik. 2 Fundamente. Richtig. 2 Pfeiler, wo sie draufsteht. Richtig. Manchmal auch mehr. Und diese 2 Pfeiler, das sind 2 gut organisierte Netzwerke. Richtig. Das eine Netzwerk hieß mal der Flügel. Richtig. Hat sich aufgelöst. Die bekanntesten Köpfe sind... Hab ihm kurz mitgeteilt, dass er ein bisschen dumm ist. Was hast du auf Twitter gemacht, oder was? Tag, Guido Reil. Hab gerade das Video dieses Parlaments an Irrenhaus gesehen und möchte dir daher mitteilen, dass ich glaube, dass du ein bisschen dumm bist. Ei, ei. Ei, ei, ei.
Sachlich und direkt. Jetzt in der Beschreibung stehen. Sachlich und direkt. Ich möchte dir sagen, dass ich glaube, dass du ein bisschen dumm bist. Mit Björn Höcke und Adrian Kalbitz. Und dann gibt es noch ein anderes Netzwerk. Ein anderes Fundament. Das hat keinen Namen, ist aber genauso gut organisiert. Combat und A-Team. Die führenden Köpfe heißen da Beatrix von Storch und Georg Pasterzki. Und zwischen diesen beiden Fundamenten gibt es die Brücke. Also ich schätze mal, die Kräfteverhältnisse beider großen Netzwerke so auf 35%. Und die anderen, das sind die, die neutral sind. Zu denen habe ich mich immer gezählt. Ich wollte mich nie verorten lassen in einem von diesen beiden großen Netzwerken. Mhm. Und das sind auch nicht wenige, die neutral sind. Und diese Neutralen haben immer aufgepasst. Übrigens, was wichtig ist, ne, sollte man an dieser Stelle vielleicht zur politischen Einordnung von diesem Trottel sagen. Der war 30 Jahre lang Mitglied der SPD. Der hat, glaube ich, die SPD nicht verstanden. Ne? Man kann von der SPD halten, was man will, aber die SPD ist so weit von der AfD entfernt wie nichts anderes auf diesem Planeten, Mann. Und der war 30 Jahre in der SPD und bekennt sich jetzt wahrscheinlich zum Flügel. Dass keines dieser beiden großen Netzwerke alleine die Macht übernimmt und die anderen rausdrängt. Das könnt ihr daran sehen, wie die allermeisten Listenaufstellungsparteitage gelaufen sind. Das könnt ihr daran sehen, wie die letzten Bundesparteitage gelaufen sind. Es wurde immer aufgepasst, dass sich die Kräfteverhältnisse gleichmäßig verteilen und dass keiner den anderen platt macht. Das ist richtig. Mir sehr wichtig, das ist die DNA dieser Partei. Und dieses Spiel. Richtig, vor allem der Flügel war ja auch eine Bundesorganisation, ne? Darf man nicht vergessen. Wer behauptet, dass der Flügel eher Thüringen-orientiert war, der hat einfach keine Ahnung, wie Thüringen funktioniert und wie wichtig Thüringen ist. Die läuft nun schon seit 7 Jahren so. Und ich möchte, dass es weiter so läuft. Denn wir müssen alle zusammenhalten. Es gibt keine Alternative für diesen Zusammenhalt. Und der Feind, liebe Freunde, der ist nicht da drin, der ist nicht in der AfD, das sind nicht die AfD-Mitglieder. Unser Feind, der ist draußen und wir haben viel zu tun. Und deswegen möchte ich euch nochmal eindringlich bitten, haltet zusammen. Lasst euch nicht auseinandertreiben. Lasst die Scharfmacherei sein. Hört auf, über Parteifreunde herzufallen, die nicht eurer Meinung sind. Wir haben hier viele unterschiedliche Menschen, viele unterschiedliche Meinungen. Wir vertreten hier alle. Deswegen sind wir ja verdammt nochmal eine Volkspartei. Und wenn er mich fragt, die letzte in diesem Land. Und dazu müssen wirklich alle zusammenhalten und wirklich alle Lager weiterhin vertreten bleiben. Und deswegen halte ich auch diesen Entschluss, Andreas Kalbitz mit einer 5-7 Mehrheit. Kalbitz ist der, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, das ist dieser Glatzkopf, der immer neben Höcke stand, der so ein bisschen aussieht wie Heinrich Himmler. Kennt ihr bestimmt. Im Prinzip aus der Partei zu schmeißen, deren seine Mitgliedschaft zu annullieren, für Grund. Falsch. Also ich war im Bundesvorstand 2 Jahre. Ich habe immer Wert darauf gelegt, sachorientiert abzustimmen, mich nicht irgendwelchen Lagern anzuschließen. Das war mir sehr wichtig und ich glaube, das ist mir auch gut gelungen. Und wir haben viele, viele schwierige Entscheidungen getroffen, auch schwierige Personalentscheidungen. Aber eins war dabei immer wichtig. Diese Entscheidungen müssen einstimmig gefällt werden, damit es auch ein Zeichen nach draußen ist. Und wenn jemand besondere Bauchschmerzen damit hat, dann enthält er sich eben oder geht mal gerade raus eine rauchen. Aber die Entscheidungen müssen einstimmig sein. Nur so zeigt man Geschlossenheit, nur so zeigt man Stärke. Das sind deutliche Signale. Ein 7-5 ist das leider nicht. Und deswegen mache ich mir große Sorgen. Und deswegen nochmal der Appell. Leute, haltet zusammen. Bleibt geschlossen. Die AfD, die Alternative für Deutschland, ist die letzte Chance für unser Land. Und gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten braucht Deutschland eine funktionierende Oppositionspartei. Deutschland braucht die AfD und die AfD braucht alle. Glück auf. Glück auf, Bruder. Er ist ein bisschen verwirrt, der Bruder. Ich glaube, er ist halt wirklich ein bisschen... Gib dir mal einen Ratschlag, wenn du das nächste Mal durchs Ruhrgebiet rennst, vielleicht die Brücken einfach nur als Hintergrund benutzt und nicht ablecken. Das ist, glaube ich, gerade im Ruhrgebiet eine schlechte Idee. Schluck auf. Ja, vielen Dank an den guten, jetzt bin ich wirklich sauer, der mir
der uns diesen wunderschönen YouTube-Kanal von Guido Reil zugetragen hat. Großartig. Guido Reil, Bruder. Guido motherfucking Reil. Was ein Meme. Ich sehe mich eigentlich dabei, noch ein Video von Guido Reil zu sehen. Ich bin gerade in Stimmung, was Guido Reil angeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde ganz gerne mal seine Dogge-Content auf Instagram aussprechen. Küsschen, Bärchen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich möchte eigentlich schon sehen, warum Guido Reil der Meinung ist, dass der Euro abgeschafft werden muss. Ist ein 4-Minuten-Video. Das sollten wir uns angucken. Ich denke, das haben wir. Ich bin Millionär, diesen insolvent. Ich denke, das schulden wir alle, Guido Reil, denn Deutschland braucht die AfD und die AfD braucht alle. Und hier sind halt nur 15.000 Klicks auf dem Video, also. Was war das? Was ist das denn für ein dynamisches Intro, Bruder? Liebe Freunde, das Europäische Parlament. Fühle ich mehr, bin ich ehrlich, fühle ich mehr. Einfach mal so ein altes Montana Black Intro Dubstep Song dahin geknallt, wie beim Call of Duty Commentary. Das fühle ich mehr. Fühle ich mehr. Als Vorschlag vielleicht, als Alternative. Liebe Freunde, das Europäische Parlament hat eben beschlossen, das Euro-Experiment ist gescheitert. Die EZB wird aufgelöst. Der Euro ist ab sofort nichts mehr wert. Wir resetten. Die EU resettet alle staatlichen Schulden. 50% of business is psychology. Was hat das genau für Auswirkungen? Nein. Also. Alle Staaten sind jetzt schuldenfrei. Alle Länder sind jetzt schuldenfrei. Und sogar die Kommunen, die völlig pleite sind in Deutschland, sind jetzt schuldenfrei. Diejenigen, die Vermögen haben, für die sieht es erstmal leider schlecht aus. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Denn mit Bargeld, das ihr vielleicht gehortet habt, könnt ihr euch den Popo abwischen. Das Geld, was auf der Bank liegt, das ist leider weg. Und wenn ihr euch Gold gekauft habt, also Gold könnt ihr euch um den Hals hängen oder in die Zähne packen, aber kaufen könnt ihr dafür auch nichts mehr, denn der Handel mit Gold wurde verboten. Das sind die Auswirkungen. Und wie sieht es mit euch persönlich aus? Einige werden sagen, geil, ich habe Schulden, die sind jetzt auch nichts mehr wert. Völlig falsch. Denn wir haben beschlossen, dass Schulden, private Schulden, durch Sachwerte bezahlt werden. Ich bin auf Anschlag verwirrt. Ich musste gerade nochmal gucken, wann das Video hochgeladen ist. Der 2. April 2020, nicht der 1. April 2020. Als April-Scherz hätte ich gesagt, okay, ist ein schlechter, aber... Das heißt, euer Haus, euer Auto und euer Fernseher... Könnte von mir geschnitten sein. Richtig, Leon, richtig. Das ist ja das Original, hätte das von dir kommen können.
gehört euch bald. Das ist das, genau so ein Video würde dabei rumkommen, wenn ich meinen Cuttern sage, baut doch mal ein paar Memes in die Videos ein. Dann würde genau sowas dabei rumkommen, Bruder. Genau sowas. Nicht mehr. Und all dies hat natürlich überhaupt nichts mit der völlig verfehlten Europolitik der letzten 15 Jahre zu tun und mit der Nullzinspolitik. All dies sind nur und ausschließlich die Folgen von Corona. Die EU hat absolut nichts falsch gemacht. Und weil die EU absolut immer auch vorausdenkend ist, haben die auch schon die neue... Guido, könntest du mich mit deinen Cuttern vernetzen? Ich habe einen Job für euch. Ich will den Cutter von Guido Reil. Den engagiere ich sofort. Der cuttet wild, Bruder. Neue Währung, die neue Notstandswährung. Und auch die EU-Abgeordneten, auch ich, komme schon in den Genuss dieser neuen Währung. Also bis gestern habe ich hier noch 321 Euro Tagesgeld bekommen, Cash auf die Tisch, also steuerfrei. Und ab heute gibt es eine neue Währung. So sieht ab sofort das Tagesgeld in der Europäischen Union aus. Alter, war eine Toilette wegen Toilettenpapier, versteht ihr das? €321 gibt es ab sofort 3 Rollen Klopapier. Und das ist das gute Zeug, das dreilagige. Also die gehen hier richtig in die Vollen. Ich bin ja großer Fan von vierlagigem Toilettenpapier, ne? Mit Lavendelgeruch. Ich glaube, wir spielen so ungefähr in einer Gehaltsklasse, Ido. Da kann man mal upgraden. Die hauen was raus. Die Klopapierregelung ist allerdings eine individuelle Lösung für die deutschen Abgeordneten. Den französischen Abgeordneten geht es da etwas besser. Die bekommen ab sofort 3 Flaschen Croissants. Rotwein. Also manchmal wäre ich gerne Franzosen. Die Franzosen haben die... Einmal wäre ich gerne Franzosen, richtig. Und die Franzosen haben Rotwein. Der Mann hat eine gestochen scharfe Rhetorik, ne? Also wirklich, wenn man ihm vieles vorwerfen kann, aber nicht, dass der Mann nicht weiß, wie man sich ausdrückt. Very, very good. Marvelous, wonderful. Ah, die sind alle betrunken, versteht ihr, wegen dem Rotwein. Was meint ihr, hat er das selber? Hat er die Töne selber gemacht? Dieses hat er selber gemacht, oder? Also, liebe Freunde, es kann nichts mehr schiefgehen. Die EU macht immer alles richtig. Haltet durch, haltet Abstand, bleibt gesund, Glück auf. Das war's jetzt? Die Faktenlage ist ja ganz klar. Ich bin Millionär, die sind insolvent. Du musst dir vorstellen, was man für Eier braucht, um dieses Video anzugucken und dann zu kommentieren, dass Ursels Handwaschdemo hochnotpeinlich ist. Muss man sich mal überlegen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.